Ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 zusammen mit dem Tino und Randy auf der Angendorf 2.0. 2.2. Hi. Hi Leute. Hi. So, ich bin hier fett am Pelletwerk. Am Stromwerk, denn ich werde mal eine Palette nachschütten müssen. Bei unserem lieben Komposter. Unser Kompost ist nämlich alle. Oh. Also unser Kompost für Pflaumen und Kirsche. Dann schaffe ich da schon mal einen Anhänger. Ja, und ein Kompostwerk kannst du schon mal mit einem Anhänger hinfahren. Meine ich auch. Ja. Tja. Aber ich habe noch eine Zusatzfrage zu der Story bei dir. Welche? Ja, weil es ja sehr viel ums weibliche Geschöpf ging. Warst du zu dem damaligen Zeitpunkt nicht schon zusammen mit einer anderen? Oder mit einer? Na Moment, also wegen der Klassenfahrtgeschichte hier und das alles. Ja. Ich muss ja mal sagen, es kann ja sein, es ist auch mal ein neuer Zuschauer dabei. Und der weiß jetzt, der denkt so, was labern die? Also, mit 16? Ja, wann hast du, du hattest ja vor Jean, hattest du ja auch jemanden. Das war ja, Jean ist ja jetzt mittlerweile 8 Jahre und davor waren das doch auch ein paar Jahre. Also ich finde so rumrechnen immer doof. Weißt du, das ist manchmal, man hat sich so schnell mal verrechnet und dann denkt man immer Sachen und ach, das ist, nee, so rumrechnen macht man nicht. Alles klar. Ich bin mit Jean seit 8,5 Jahren zusammen, so, da war ich, ja warte mal, jetzt bin ich 26, wer ist 27? Oder halt 32, da war ich 19, also das passt ja. Ja, da war ich 19, also da ist alles gut. Wie mit seinen 40 Jahren hier. Du hältst deine Schnauze, was laberst du? Jetzt so, ja. Nein, da war ich bei Jean, wie alt war ich denn, Mutter? Mit 16 hatte ich die Freundin vor Jean, wo ich ja auch ein paar Jahre zusammen war, noch nicht. Weil, das weiß ich, mit der bin ich erst zusammengekommen, da bin ich schon Auto gefahren. So. Und das war mit 18 quasi und mit Jean bin ich zusammengekommen mit 23. Ja. Und mit der anderen war ich, glaube ich, 4 Jahre zusammen. Also bin ich mit der anderen mit 19 zusammengekommen. Da guckst du, hä? Richtig gerechnet. So. Haben wir. Das Auto war der ausschlaggebende Punkt. Haben wir. Ist mir doch egal. Sag mal, Spaß ist, was du draus machst. Aber haben wir eine Futtermischanlage? Weißt du, was ich jetzt mache? Weil ihr kommt eh nicht aus der Potte damit. Das ist, oder ich merke schon, wie ihr euch die ganze Zeit drum drückt. Ich tue jetzt mit dem Drescher hier die restlichen Felder ernten. So. Was macht da Randy? Nee, Friesi, was machst du? Tanken fahren. Was machst du, Friesi? Du fährst mit leerem Traktor rum. Ja, ich muss tanken fahren. Dann wollte ich den abstellen und dann wollte ich eigentlich dreschen. Weil wenn ich den wieder ohne Tank da irgendwo hingestellt hätte, dann hätte ich wieder Ärger gekriegt. Der Tank ist jetzt hier an der Tankstelle, ne? Also etwas zentraler. Nicht an der Tankstelle tanken. Nicht! Ja. Das Tankfass steht daneben. Genau. Wusste ich doch. So. Wieso steht das hier? Das läuft. Boah, ich hab was entdeckt. So. Du hast jetzt gar nichts entdeckt. Du schwingst jetzt deinen Arsch mit dem Anhänger hier hinter mir her. Ey, immer noch auf Feld 10, Mann. Ein scheiß Feld geerntet in 7 Tagen, ey. Das ist doch nicht normal. Mann. Wir sind hier voll im Stress. Wir müssen die scheiß Felder bestellen. Vor allen Dingen müssen wir die Felder auch bestellen. Wir haben jetzt eine Palettentechnik, also jetzt eine ganze industriemäßig, was wir am Laufen haben. Haben wir jetzt echt so gut am Laufen, dass wir uns da erstmal nicht drum kümmern müssen. Wir müssen jetzt erstmal echt wieder hier Felder machen. Sonst wird das nix. Vor allen Dingen müssen wir mal normales Stroh jetzt einfahren. Weil wir müssen mal gucken, wo hier eine Futtermischanlage steht. So, was soll ich jetzt mitnehmen von der Tankstelle aus? Ich hab's doch vor 2 Sekunden gesagt. Was will ich jetzt machen?
Du willst ernten. Oder ein Golf. Und was brauche ich dann? Ein Abtanker. Ja. So. Weil wie gesagt, also die Felder, weil wir müssen mal gucken. Habt ihr eine Idee, wo eine Mischstation ist? Eine Futtermischstation oder so? Nee, stopp! Er hat's gemerkt. Wir kaufen das Ding da unten. Richtig. Das ist geil, was kostet das? Sag ich dir, Moment, ich muss schimpfen. Was war denn dein erstes Auto? Dein erstes Auto in Opel Astra F. Opel Astra, oh, gut. F. Opel Astra F. F. Ja. F steht für Ficker. Nee. Na, eigentlich hätte es GF sein müssen, Geisterficker, aber... eigentlich ach, hätte Geisterficker es Nein, eigentlich hätte es GFID heißen müssen. Also Quid. Weil Geisterficker im Dorf. So, auf jeden Fall, ja, Opel Astra F war mein erstes Auto. Hab ich 3 Monate gefahren, Motorschaden. Und deins, Randy? Glückwunsch. Frag nochmal, Frisi. Was? Frag nochmal. Warum? Frag doch einfach nochmal. Und deins, Randy? Geistig behindert, der Junge. Also nicht Tino, sondern Frisi. Ja. Wieso? Ich hab ja, auch kein... Da lacht er nicht mehr. Ich hab auch Randy hatte noch nie ein Auto, du ja, Kackschwaden. Ich hab auch keinen Führerschein, trotzdem hatte ich ein Auto. Das ergibt Sinn. Ich hatte ein cooles Bobbycar in schwarz. Ah, halt schlecht, Leute. Ein Auto mit wir meinen ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Ach so. Ja. Ich hatte einen Roller. Also, zweispurig. Ach, ein Schwulettending oder was? Nein, wir meinen zweispurig. Ein Schwulettending, Alter. Freezy hatte bestimmt, da habe ich Fahrschule drauf gemacht, ne? Freezy hatte bestimmt so eine 125er Shopper. So ein 125 Kubik Shopper, Alter, so ein richtiger Homo-Stuhl, ey. Ich hatte. Das ist so krass, das Ding. Ich hatte einen 50er Roller gedrosselt auf 25, aber hab den immer dran rumgebastelt. Das ist so ein Schwulettending. Das war kein Schwulettending, Alter. Ja doch, auf so ein Rotzding müsste ich auch mal eine Prüfung machen, bevor ich auf die Simme könnte. Naja, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, was war dein erstes Auto, Fritzi? 125.000. Was? Oh, das ist aber teuer. Ding. Aber das kriegt man hin mit der BGA. Ich bin ja gerade erst mit dem Führerschein dran, also. Du hast keine Fleppen? Was? Du hast keinen Führerschein? Nee. Aber du bist doch schon. Also optisch 63. Aber du bist doch schon. Wie alt warst du? 28. Man hat keinen Führerschein. Ja, wegen der Geschichte mit dem Roller. Wie lange war die Sperre? Ja. Haben sie ihn dir weggenommen? Du musst neu machen, oder? Ich wurde mit 17 zwei oder dreimal mit der frisierten Ding erwischt und dann habe ich eine Sperre bekommen mit MPU-Test und den ganzen Gedöns, wo au. Ich mich dann damals zum Führerschein anmelden wollte, haben die gesagt, so nicht, au. Mein Freund. Und dann, ja, musste ich MPU es machen. Es ist tatsächlich schlimmer. Es ist tatsächlich ziemlich, nee, warte mal. Nee, jetzt hab ich was verwechselt. Also wenn du keinen Führerschein hast und bist aber, also, und bist aber auch noch nicht dabei beim Führerschein, dann ist es nicht so schlimm, wenn du, also was jetzt ein Scheiß, dass man das macht, dann ist es nicht so schlimm, schwarz zu fahren, wie wenn du quasi gerade beim Führerschein bist und du wirst beim Schwarzfahren erwischt. So, ne. Ich bin gerade dran, ich hatte jetzt 2 Fahrstunden und so. Aha. Ich mach den gerade. Okay. Na dann. Immer haben sie dich erwischt. Ja gut, ist schon auffällig, ne, wenn so ein scheiß Roller da 25 wäre, auf einmal mit 100 an den Verbreitern hast. Also, ich muss jetzt ganz dazu sagen, dass, ja genau, Straße, weißt du? aber mein Roller war der schnellste im Dorf mit seinen 120. Ja, aber ganz ehrlich, diese Roller und diese ganze Tuning-Scheiße mit den Rollern und so weiter, es ist ja super easy und alles, die zu tunen. Ja. Aber, weißt lebensgefährlich. Du, so ein Ding ist nicht. Einfach nur, so ein Ding ist einfach nur, das ist der Homo-Stuhl des Jahrhunderts, ist das. Das Ding hat nur einen Gang. Ja. So. Einfach nur das Ding nach. Das ist ja einfach nur Gas geben. Mhm. So, genau, mit der Simme, ja. Da hast du wenigstens, da stehst du wenigstens an der Ampel. Weißt du, kannst du irgendwie ein bisschen rumprovozieren. Für was auch immer. Und dann, wenn die Ampel grün ist, da kannst du wenigstens. Das machst du 4-mal. Ja. Naja, außer hast du 3-Gang. So. Hast du 3-Gang, ja. Oder hast du wie ich eine 5-Gang. Aber,
Weißt du wie? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Und meine Simme, die ging immer so. Weil, mein Zylinder mehr Kanäle hatte wie eigentlich original. Die ging immer so. Also im ersten Gang, also es hört sich eher so an, als hättest du so einen Gang drin. Im ersten Gang, weil die so langsam, du durftest eine ganz bestimmte Drehzahl nicht verpassen beim Anfahren. Achso. Sonst ist die leistungstechnisch etwas abgerutscht. Musstest quasi an der Ampel, so standst halt da, so. Weißt du, und dann, wenn die Ampel grün ist, musst du halt so. Dann ging das gut, aber wenn du so. Weißt du, da bist du nicht mehr rauskommen aus dem Loch. Und dann ist das schlecht, also. Und die Originale, ne, ich hab ja auch. Meine war ja original, ne, ich wäre jetzt hier gar nicht. Aber, wo ich die gekauft habe, dann ging die am Berg, ging die immer so. Weißt du, das war so vom 4. in den 3. und dann so im 3. so. Und dann hast du so. Im 2. und da ging es wieder. Und dann im 3. Und das ging dann immer zwischen 2. und 3. Weißt du, es war so ein Wechselspiel der Gefühle. Das hatte ich immer gehabt, da hatte ich ein Kollegen mitgenommen. Ja. Das war auch ein relativ steiler Berg. Bescheuert, dass es uns dann schon auf die Fresse gelegt hat, das war noch nicht bis heute. Das war halt nach hinten einer drauf und ich natürlich siegessicher im 4. da drauf zu. Zu dem Berg? Ja, ja. Ja, musste ja. Ja, Vollgas, musste ja auch. Volle Latte, das Problem alles, ist nur, geht. Die Leistung ist dann sehr schnell abgeklungen. Ja, bei euch zwei Zarten da drauf. Ja, ich war, na gut, ich war damals ja auch noch zart und er war ja noch zarter. Und naja, auf jeden Fall ist die Leistung dann relativ schnell abgesickt. Für euer Gewicht war der trotzdem zu klein. Allgemein, die Karre war halt auch nicht auf zwei Mann ausgelegt, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, dann hat es relativ schnell verloren im 4. Dann logischerweise in den 3. Der hat sich dann aber auch aus irgendeinem Grund, na gut, der hat sich so gehalten, aber irgendwann war es dann so kurz vorm Verrecken. Ich hab gedacht, bist halt ganz cool und rupst halt den ersten. Nein. Das Ding hat einen Satz nach vorne gemacht, also beziehungsweise nach. Ja. Da war auf jeden Fall Leistung da, ne? Also das hat sich auf die Fresse gelegt, dann wundert mich. Und er hat dann halt im ersten hochgeschossen. Also das waren, ja, da einer dran vorbeigelaufen, der hätte uns für bekloppt gehalten. So wie das Ding gejault hat, mal, aber wir sind hochgekommen. Ich hoffe mal, diese Moped, meine Moped Inspiration gerade, also so wie da, mein Moped klingt wirklich so, ist ohne Scheiß. Ich hoffe, mein Mikro konnte das gut rüberbringen. Ich weiß nicht, ob das so. Also ja. Hat im Teamspeaker schon wieder gut angehört. Gut. Ja. Ich kann auch noch andere, es gab mal einen, vielleicht habt ihr den mal gesehen, der hat so Motorradgeräusche. Ja? Also es gibt tatsächlich zu den Motorradmarken, also so wie die heißen, gibt es auch immer so, die klingen auch wirklich so, ne? Hast du schon mal so eine Honda gesehen, wenn die an dir vorbeifährt? Eine Honda? Ne. Die kommt ja so und das geht Honda. Weißt du? Achso, ja. Was gab's denn da noch? Ach ja. Die Suzuki ist ja auch ganz bekannt, ne? Suzuki Hayabusa. Das war ja damals das leistungsstärkste und schnellste Motorrad, wo sie die rausgebracht haben. Also, glaube ich, was Serienmotorrad war. 150 PS und über 300 Spitze. Ja. Nee, war das Moment. War das jetzt, was hatte ich gerade gesagt? Suzuki? Nee. Suzuki. Warte mal, die Hayabusa, war das eine Suzuki? Ja, ne? Suzuki, Hayabusa? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Kenn mich da auch nicht so aus bei Motorrädern. Ich hatte bis dato halt nur die Simme und eine Schwalbe hatte ich auch mal, aber... Schwalbe hat mir nicht so gefallen. Ja, die Simme, die will ich ja immer noch haben, aber... Ich weiß, die kriegst du halt auch irgendwann. Wohl bemerkt auf das Wort irgendwann. Danke. Bitte. Dass die irgendwann. Ja, das ist halt, ich meine, wenn wir dann 5 Jahre Freundschaft nur uns haben, dann kann ich schon sagen, gutes Held. Ich hab da was. Also pass mal auf, Kollege. Jetzt will ich dir mal was erklären, ne? Letztens hast du gesagt 2 Jahre, so, die hab ich jetzt herum. Richtig. So,
In voller Hoffnung, dass ich jetzt endlich das Moped krieg. So, und jetzt, sagst du 5 Jahre, das kannst du vergessen. Ja. Er bringt die du Leute nicht. Zur Gamescom mit. Du, ja. In Einzelteilen. Ich fahr da mit hin. Das wäre auch mal eine Idee. Früher sind an der Ostsee gefahren, mein Freund. Lass es mal erzählen von deinem Opa. Früher, als der noch jung war. Ja, obwohl sie mit dem Moped sind sie an die Ostsee gefahren. 3 Tage waren wir unterwegs. Kein Scheiß, mit dem Zelt. Mehr brauchten wir nicht. Und heute, ach, ihr verwöhnte Bande. Ja, ja. Von meinem Opa... Früher, als der Russe noch da war. Naja, von meinem Opa, Kollege, der hatte einen Pfund gemacht. Ein Pfund sind 500 Gramm. Ja, ich weiß. Ein Pfund gemacht im Endeffekt. Ein Pfund gemacht. Wie hat er gemacht? Gekackt oder was? Ja, nee, der hatte halt von irgendwo hat er da ein Grundstück gekauft. Auf jeden Fall, das war relativ verwildert. Und also ein Pfund habe ich auch schon gekackt, ne? Das weiß ich. Aber auf jeden Fall hatte der ein Grundstück gekauft und das war halt total verwildert. Wenn die Partys drüber. Achso, alles klar. Na dann, tschüss. Da kann nichts erzählen. Renny wird sofort unterbrochen. Unterbrochen, abbrechen. Renny will erzählen, Partende. So. Alles klar, meine lieben Freunde. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut beim Renny vorbei und beim Tino und die spannende Geschichte von Randy hören wir in der nächsten Folge. Tschüss. Peace. Tschüss. Tschüss.